Und nun spricht für die Piratenfraktion der Fraktionsvorsitzende Herr Masching. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Die Vorkommnisse in Köln waren der extreme Auswuchs eines Sex-Rape-Mobs, der durch nichts zu entschuldigen ist. Und ich möchte zunächst meine persönliche Betroffenheit ausdrücken gegenüber all denjenigen, die zum Jahreswechsel am Kölner Hauptbahnhof Opfer von Gewalt geworden sind. Ich möchte mich in aller Form für das Versagen des Staates an diesem Punkt entschuldigen. Die späte Reaktion der Polizei ist ein Skandal. Und ich wünsche Ihnen jede Hilfe und jede Unterstützung, die Ihnen als Opfer zusteht. Aber eins möchte ich hier selbstkritisch klarstellen. Wir alle in diesem Raum tragen die Verantwortung dafür, dass so etwas passieren konnte. Und ja, und auch gerade wir als Piratenfraktion haben es nicht geschafft, genug politischen Druck aufzubauen, dass Ihnen so etwas passieren konnte. Wir haben es nicht geschafft, genug Druck aufzubauen, dieses Versagen des Ministers zu verhindern. Herr Minister Jäger, Ihr Totalversagen erreicht zum dritten Mal diese internationale Tragweite. Ihre Bilanz ist vernichtend. Auf der Love Parade sterben durch Polizeiversagen Menschen. Und da gestehe ich Ihnen noch zu, dass das Ihr zweiter Amtstag war. In Burbach allerdings werden unter Ihrer Oberaufsicht Menschen gefoltert. Und jetzt die sexuellen Übergriffe am Hauptbahnhof in Köln. Und wie erklären Sie die aus dem Ruder gelaufenen Hogeser-Krawalle, die Prügelorgie von Garzweiler, der katastrophale Bericht zum Rathaussturm in Dortmund oder auch die sexuellen Übergriffe bei der Kölner Polizeistaffel, bei der Sie damals schon geschwiegen haben? Können Sie das überhaupt erklären? Ja, klar können Sie das erklären. Schuld. Schuld sind nämlich immer die anderen. Wer seine eigene Polizei so an den Pranger stellt, und ich meine nicht das Ob, sondern das Wie, wer die eigenen Leute ans Messer liefert, der klammert sich an den letzten Strohhalm. Herr Minister, inzwischen haben Sie alle Bauern geopfert. Sie gehören nicht mehr auf diese Ministerbank, und es wird Zeit, dass Sie die Größe haben, politische Verantwortung zu übernehmen. Und ich fordere Sie hiermit, und zwar nicht indirekt, sondern klipp und klar auf, treten Sie zurück. Herr Jäger, natürlich wollen Sie nicht zurücktreten. Natürlich muss ich auf Ihre Ausreden und Ihre Inszenierung im Innenausschuss eingehen. Und natürlich muss ich noch mehr sagen über Täter, über Opfer, über sekundäre Opfer. Und natürlich muss ich noch mehr sagen zu Ihrem Organisationsversagen und zu Ihrem Kommunikationsversagen. Selbst gestern im Bundestag, Frau Ministerpräsidentin, gestern im Bundestag sagt Ihr Innenminister, das Einsatzkonzept wäre okay gewesen. Wie kann es sein, dass Sie sich hier hinstellen gerade und sagen, okay, das Einsatzkonzept war fehlerhaft? Entweder muss ich annehmen, dass Sie ein situationsbedingtes Verhältnis zur Wahrheit haben, oder Sie wissen nicht, was Ihr Minister gestern im Bundestag gesagt hat. Aber die Menschen hören zu, denn die Aufmerksamkeit ist enorm und die ganze Republik redet von sexualisierter Gewalt. Dabei ist dieses Problem nicht neu. Die ARD-Tagesschau-Redakteurin Anna Mareike Krause hat getwittert, Zitat: Die neue Qualität an den Übergriffen in Köln besteht vor allem darin, dass den Opfern geglaubt wird. Zitat Ende. Dass sich junge Männer in einem Sex-Rape-Mob zusammenschließen, um sexualisierte Gewalt gemeinsam zu praktizieren und sich in der Masse zu schützen, das ist vielleicht in Deutschland eine bisher unbekannte Praktik. Aber leider ist es nur eine von vielen Praktiken im Kontext von sexualisierter Gewalt.
Diese sexualisierte Gewalt ist in Deutschland seit Jahrzehnten ein Problem und sie ist nicht, wie einige meinen, aus dem Ausland importiert. 25%, ein Viertel der Frauen in Deutschland haben Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt aus dem eigenen häuslichen Umfeld und eben nicht von vermeintlich Fremden. Jetzt tun aber viele so, als wäre das alles unglaublich neu, als hätte es den Aufschrei nicht gegeben. Und sollte Ihnen das nicht bekannt sein, Herr Minister? Sollte Ihnen das nicht bekannt sein, dann kann Ihnen der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen bestimmt weiterhelfen, denn die weisen seit Jahren auf das Problem hin und die fordern seit Jahren die entsprechenden Konsequenzen. Bahnhöfe zum Beispiel, wie der Kölner Hauptbahnhof, sind ja seit Jahren bekannte Angsträume für Frauen. Das Innenministerium wäre für die polizeilichen Präventivkonzepte zuständig. Und ich frage Sie, Herr Innenminister, wird bereits an einem solchen Konzept gearbeitet? Er hat anderes zu tun. Ich finde das sehr respektlos, aber ist okay. Ja, das müssen wir alle mal, aber nicht bei dieser Debatte, nicht wenn es um eine solche Sache geht und nicht in einer solchen Situation. Ja. Nee. Nein, es tut mir leid, Frau Ministerpräsidentin, das finde ich, das ist unfassbar. Ja, aber er reagiert ja nicht. Nein, nein, so geht das nicht. So geht man mit dem Parlament einfach nicht um. Also, ich frage in Richtung Innenministerium, anders wird mir anscheinend nicht geantwortet. Gibt es ein solches Konzept? Und vor allen Dingen, wird dieses Konzept alleine vom Innenministerium gemacht oder über die Grenzen der Ministerien hinweg? Und da kann ich Sie ja gleich fragen, Frau Ministerin Steffens. Die zuständige Ministerin für Gleichstellung von Frauen, sind Sie angesprochen worden? Gibt es ein gemeinsames Konzept? Passiert etwas? Und ganz konkret, gab es für diese Silvesternacht mit Ihrer Terrorwarnung und mit der erhöhten Gefahrenlage, gab es da ein Präventivkonzept? Okay, ich gebe zu, die Frage ist rhetorisch, ich beantworte sie, denn Sie haben sie im Ausschuss beantwortet, Sie hatten kein Konzept, Sie hatten gar kein Konzept. Oder wie erklären Sie sonst, dass nur eine einzige Beamtin an Silvester als Ansprechpartnerin zur Verfügung stand, um bei ihr die Übergriffe anzuzeigen? Wie erklären Sie sonst, dass den Frauen keine Betreuung zum Thema Traumabegleitung zur Verfügung gestanden hat? Wie erklären Sie, dass Frauen sich von der Polizei komplett im Stich gelassen gefühlt haben, von Ihnen komplett im Stich gelassen fühlen? Stattdessen hat die Politik gute Ratschläge, man soll von Fremden möglichst eine Armlänge Abstand halten. Und wie abstrus das ist, wenn die Opfer von Übergriffen verantwortlich gemacht werden dafür, dass dieser Übergriff passiert. Das zeigt die Diskussion in den sozialen Medien. Das können Sie nachlesen unter dem Hashtag Eine Armlänge. Jetzt werden plötzlich alle Politiker zu den großen Verteidigern der Frauen. Aber wie sehr sie sich tatsächlich um die Opferbelange kümmern, um die Belange von Opfern sexualisierter Gewalt, das zeigt ein einfacher Blick in die Zahlen, in die aktuelle Finanzlage in relevanten Bereichen. Ich zähle drei auf. Erstens die Finanzierung von Frauenhäusern. Die wird seit Jahren nicht auf ein sicheres, auf ein dauerhaftes Fundament gestellt. Zweitens, die Opferberatungsstellen sind chronisch unterfinanziert. Und drittens, und das kommt wieder in den Wirkungsbereich des Versagens des Innenministers. Die Sensibilisierung von Polizeikräften für sexualisierte Gewalt ist kaum bis gar nicht vorhanden und ein Fortbildungskonzept gibt es nicht, trotz der grünen Genderregierung. Und jetzt stellen Sie sich hier hin, Frau Ministerpräsidentin, und sagen, okay, wir setzen das jetzt um und wir arbeiten daran. Wir und vor allen Dingen die Betroffenen werden Sie beim Wort nehmen.
Und wenn ich die Zwischenrufe höre, haben wir doch gemacht, machen wir doch. Die Straftaten von Köln werden eben zunächst nicht als sexualisierte Gewalt erkannt. Die Opfer bekommen stattdessen einen Handzettel, da wird ihnen erklärt, was sie tun, wenn ihnen ihr Handy geklaut wird. Und das ist ein unmöglicher Zustand. Ein neuer Minister, eine neue Ministerin muss das sofort ändern. Sie, Herr Jäger, sind Teil des Problems, Sie sind nicht Teil der Lösung. Und jetzt brauchen wir eine Person auf dem Ministersessel, die Lösungen anbietet. Jemand, der Öl ins Feuer gießt, ein Scharfmacher, kann NRW als Minister in dieser Situation nicht gebrauchen. Damit schadet ein Minister aktiv den Integrationsbemühungen in diesem Land. Und ich zitiere da aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 4.1. Und auch wenn die Ministerpräsidentin gerade sagt, man darf gar keine Mutmaßungen anstellen, man muss das in Ruhe analysieren. Am 4.1. sagt der Innenminister, Zitat, wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen. Wer mit solchen markigen Sprüchen die Debatte um sexualisierte Gewalt versucht, ethisch zu konnotieren, der ist sicherheitspolitisch der größte Gefährder in diesem Land. Unter uns wissenden weißen Männern, und bis auf die Frau Ministerpräsidentin haben ja leider nur Männer hier geredet, aber das habe ich nicht behauptet. Aber wer sich interessiert für das Thema und wer sich umsieht, der fragt sich, kennen Sie, Herr Minister Jäger, den Hashtag ausnahmslos? Die Frau Ministerin Steffens unterstützt den Aufruf von Netzfrauen, die in sozialen Medien anprangern, dass sie sich nicht zu einer plumpen Ausländerhetze instrumentalisieren lassen wollen. Und ich zitiere kurz von der Webseite des Aufrufs. Sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die vermeintlich anderen sind. Egal, wer ein Angreifer ist oder woher er kommt, jeder Übergriff ist einer zu viel. Und für sexualisierte Übergriffe ist in unserem Land genauso wenig Platz wie für Rassismus. Wenn wir jetzt wollen, dass diese Diskussion den Rassisten nicht in die Hände spielt, dann müssen wir uns jeden Einzelfall angucken, jede konkrete Tat und die konkreten Tatumstände, und zwar ohne falsch verstandene politische Korrektheit. Wir müssen über die Massenunterkünfte für Flüchtlinge reden und über die Situation der Frauen dort, der Frauen, über die fehlende Privatsphäre, über die beengte Situation, über die viel zu lange Unterbringung, über das fehlende obligatorische Screening. Das könnte die besonderen Bedarfe der Frauen, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen oder Traumata, aufdecken. Und wir müssen reden über die Weitergabe dieser Daten bei der Zuweisung der Asylsuchenden an die Kommunen. In der Vorlage 1641 beispielsweise stellt die Verwaltung schon Ende Mai 2015 auf Anfrage der Piratengruppe im Rat der Stadt Köln fest, dass die Landesregierung keinerlei Angaben macht bei der Übergabe der Menschen an die Kommunen. Vermutlich aber reden wir hier nicht nur über Frauen, sondern wahrscheinlich reden wir hier eben auch über Männer aus anderen Ländern, die hier Schutz gesucht haben und die sich jetzt an Frauen schuldig gemacht haben, die sich gleichzeitig an anständigen Flüchtlingen schuldig gemacht haben. Jetzt alle Flüchtlinge über einen Kamm zu scheren, und sei es nur rhetorisch, durch die Diskussion über schnellere Ausweisung, wie sie auch gestern im Bundestag geführt wurde, das befördert die rassistische Spaltung in diesem Land. Wer jetzt von jedem Flüchtling Fingerabdrücke nehmen will und damit Flüchtlinge unter Generalverdacht stellt, und zwar mindestens unter den Verdacht,
dass jeder Migrant unter anderen Identitäten irgendwo unterwegs sein könnte, befördert die rassistische Spaltung in diesem Land. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, wir unterstützen die Forderung der Feministinnen im Netz unter dem Hashtag ausnahmslos. Die Opfer von Köln dürfen bei allem Verständnis für ihr Leiden nicht für rassistische Hetze oder Forderungen nach einer Verschärfung des Asylrechts missbraucht werden. Im Gegenteil, die Vorkommnisse von Köln zeigen, dass wir jetzt noch mehr Anstrengungen brauchen in der Integrationspolitik. Wir brauchen Lösungen und wir brauchen keine Stigmatisierung à la nordafrikanische Männer begrapschen unsere deutschen Frauen, Herr Kollege Jäger. Perspektivlose Männer, die am Rand der Gesellschaft stehen, zusammengepfercht in Massenunterkünften, versammeln sich auf der Domplatte. Geduldete, die haben keine Arbeitserlaubnis und die haben nichts zu verlieren. Sie werfen mit Feuerwerkskörpern in die Menge und vermutlich bedrängen sie die Frauen bis zur, und ich spreche es aus, bis zur Vergewaltigung. Natürlich sind die Umstände keine Entschuldigung für sexualisierte Gewalt. Aber wir als Politiker, wir stehen in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu setzen, die Chancen schaffen, statt gesellschaftliche Teilhabe zu verhindern. Wir stehen in der Verantwortung, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, sich einzubringen. Und stattdessen verweigern viele Ausländerbehörden Flüchtlingen Arbeitserlaubnisse. Wir stehen in der Verantwortung, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen, mit Sprachkursen, mit Lernorten, mit Literatur und mit der Teilhabe am kulturellen Leben. Nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich will Ihnen nicht schönreden und ich will keine einzelne Tat verschweigen. Täter sind Täter und Opfer sind Opfer. Und wir stehen eben auch in der Verantwortung, dass die Taten umfassend aufgeklärt werden und dass die Täter bestraft werden, ohne Ansehen der Herkunft, des Status oder des Alters. Aber durch die Taten von Köln und die vorschnelle, die populistische, die falsche Reaktion und durch die katastrophale Kommunikation der Politik wurde eben auch eine weitere Opfergruppe geschaffen, auf die wir unseren Blick richten müssen. Die der Rechtschaffenden, der Wartenden, der integrationswilligen Migranten, die sich plötzlich wiederfinden in der Gruppe des, in Anführungszeichen, bösen Ausländers, der deutsche Frauen vergewaltigt und gegen den sich jetzt auf der Straße Bürgerwehren formieren, Stadtschützer, Nachbarschaftswächter, kurz der braune Mob. Ja, in der Kommunikation zwischen den Behörden, zwischen der Aufsicht und der Behördenleitung herrscht das Chaos. Das muss grundsätzlich aufgeklärt werden und untersucht werden. Ja, die Landesregierung, das Innenministerium wird dazu alleine nichts fähig sein. Dafür wäre ein Untersuchungsausschuss durchaus in Ordnung. Aber wir brauchen Lösungen für die Menschen und wir brauchen kein parteipolitisches Geplänkel bis hin zur pauschalen Forderung nach Untersuchungsausschüssen, um den Wahlkampf am Köcheln zu halten, liebe CDU, liebe FDP. Wer sich jetzt hinstellt, und die schändlichen Angriffe von Köln ausnutzen will, um parteipolitisch Geländegewinne zu erzielen. Wer jetzt einen Kampf der Kulturen in der Rhetorik anwendet, der spielt damit den Idioten von AfD und Pegida in die Hände. Sie, Herr Jäger, haben die Vorgänge und die Opfer mit Ihrer Aussage instrumentalisiert. Sie haben gespalten, statt zu verbinden. Sie, Herr Minister, sind dafür verantwortlich, dass Menschen in Köln heute sagen, sie hätten das Vertrauen in den Staat verloren und dass bei ihnen kein Sicherheitsgefühl mehr vorhanden ist. Sie, Herr noch Minister, sind mit Ihren Äußerungen über nordafrikanische Männergruppen mit dafür verantwortlich, dass pauschal ganze Volksgruppen als Straftäter angesehen werden. Sie, Herr immer noch Minister, sind dafür verantwortlich, dass die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften neue Ängste haben. Nämlich die Ängste, pauschal diffamiert zu werden und hier nicht willkommen zu sein.
Sie, Herr Jäger, sind eine Fehlbesetzung auf diesem Stuhl. Treten Sie zurück und machen Sie Lösungen Platz. Und Frau Ministerpräsidentin, wenn der Herr Jäger nicht freiwillig geht, die Bauern sind schon alle geopfert. Und bevor die Königin fällt, sollten Sie den Springer vom Brett nehmen. Vielen Dank.